Moin Leute und herzlich willkommen mal wieder zur theoretischen Informatik. Ihr seht, ich arbeite momentan wirklich meine ganzen Requests ab. Und eins davon war, sorry, dass es so lange gedauert hat übrigens von Tim, dass wir Turing-Maschinen behandeln. Ich habe tatsächlich schon ein bisschen was zu den Vorgeschichten zur Turing-Maschine erzählt, nämlich den Automaten und dem ganzen Gedöns. Heute aber die Turing-Maschinen an sich, die sind eigentlich gar nicht so kompliziert, wie man eigentlich denken würde. Und das Coole ist, dass wir jedes, also es ist bewiesen worden, das ist sozusagen das große Ding bei den Turing-Maschinen, dass wir jedes Programm, das wir produzieren können, auch mit einer Turing-Maschine machen. Es ist nicht gesagt, wie lang das Ganze geht, weil eine Turing-Maschine ist ein theoretisches Konstrukt und nicht wirklich effizient, aber es ist alles mit einer Turing-Maschine möglich. Nennt sich dann auch Turing-Vollständigkeit, wenn man das bewiesen hat. Ein If-Then-Else-Programm ist übrigens auch, glaube ich, Turing-vollständig, soweit ich das im Kopf habe, mit GoTo oder sowas. Aber auf jeden Fall, Turing-Vollständigkeit bedeutet, wir können alles damit machen. Also egal, ob ihr Windows schreiben wollt, egal, ob ihr, keine Ahnung, The Witcher 3 schreiben wollt, all das ist theoretisch möglich mit einer Turing-Maschine. Ist das nicht geil? Ja gut, ob es dann halt bei 60 Frames läuft, ist eine andere Geschichte. Aber okay, fangen wir mal an. Und zwar eine Turing-Maschine M normalerweise. Die besteht aus einem gewissen, ja, ist ein Fünftupel. Und dann haben wir mehrere Zustände. Die Zustände, die sind normalerweise mit Q bezeichnet. Groß Q bezeichnet die Menge aller Zustände. Okay, habt ihr, glaube ich, schon ein paar Mal gehört jetzt? Also Menge aller Zustände. Dann haben wir ein Eingabealphabet E für Eingabe und ein Ausgabe bzw. Arbeitsalphabet, je nachdem, wie ihr das benutzen wollt. Aber das ist schön, beides kann man mit A abkürzen. Ausgabe und Arbeit. Super. Dann haben wir eine Übergangsfunktion D. Keine Sorge, wir werden das alles nach und nach besprechen. Ihr braucht da wirklich keine Angst haben. Und übrigens ist es ein Sechstupel. Ich habe mich verzählt, weil ich dumm bin. Und dann haben wir einen Startzustand Q normalerweise, also klein Q. Das ist quasi da, wo die Turing-Maschine anfängt zu arbeiten. Und eine Menge, das können mehrere sein, an Finalzuständen. So, das ist jetzt schon mal, ja gut. Also das hier, wie gesagt, das sind alle Zustände. Ich schreibe das jetzt gerade mal dazu noch, damit es ein bisschen eindeutiger wird. Output A, Übergangsfunktion D. Und dann mache ich hier neue Zeile rein. Startzustand klein q und Finalzustände f. So, ihr seht, alles, was mehr als 1 hat, also alles, was eine Menge ist, zum Beispiel diese Finalzustände f hier, das wird groß geschrieben, aber der Startzustand davon gibt es nur einen, der ist wirklich fest und das ist ein kleines q dann. Die Zustände, ist auch Plural, sind groß q. So, jetzt machen wir am besten mal ein Beispiel, würde ich sagen. Dann habt ihr vielleicht so eher so ein Gefühl, was dieses Ding jetzt soll. Okay, also wir machen uns einen Startzustand. Das Ding ist jetzt Q. Das bedeutet, wir haben hier als Input einen Pfeil. Also da ist quasi nichts davor, da fangen wir an. Deswegen dieser Pfeil, der direkt auf unser Q zeigt. Das ist unser Startzustand hier. Hier fangen wir an. So, und was soll jetzt passieren? Jetzt ist die Übergangsfunktion sozusagen wichtig. Die kann man sich natürlich auch aufschreiben, aber bei einer Turing-Maschine wird es aufschreiben immer so ein bisschen mega kompliziert, um genau zu sein. Deswegen zeichnet man das ganz gerne mal. Okay, also eine Turing-Maschine. Naja gut, jetzt sagen wir erstmal, okay, unser Input-Alphabet. Was können wir denn alles bekommen? Also sagen wir, E ist gleich. Wir wollen jetzt nur mit zwei Inputs arbeiten, nämlich A und B. Also wir bekommen als Input entweder ein A oder ein B. Wir lesen das Ganze sozusagen auf einem Band. Ihr könnt euch das so vorstellen, wir haben hier tatsächlich so ein Band und da stehen verschiedene Buchstaben drauf. Also hier ein Buchstabe, dann noch ein Buchstabe und so weiter und so fort. Das ist unser Input- und Arbeitsband. Das benutzen wir für beides. Also das ist, kann man unterteilen in verschiedene, ja, in verschiedene Partitionen im Prinzip. Und in jeder von dieser Partition steht halt ein so ein Buchstabe A oder B drin, wenn wir es bekommen. Und aus unserem Output-Alphabet, das steht dann hier drauf, wenn wir fertig sind. Okay, machen wir jetzt einfach mal hier als Beispieleingabe ein A. Und dann machen wir noch ein A. Und am Ende machen wir auch noch ein A und zwischendrin machen wir zwei Bs. Das ist jetzt ein Beispiel-Input. Und was bei uns jetzt bei rauskommen soll, ist,
liegt dieses Ding in einer Sprache drin? Also liegt es in einer Sprache, die wir uns schon definiert haben? Sprachen haben wir auch schon gemacht, glaube ich zumindest. Ist schon eine Weile her hier. Aber ich glaube, wir haben Sprachen schon gemacht. Und jetzt wollen wir sagen, ist dieses Wort EBBA in einer Sprache drin, die durch die Turing-Maschine beschrieben wird? Gut, jetzt basteln wir mal an unserer Turing-Maschine weiter. Wir nehmen jetzt als Output-Alphabet einfach nichts Besonderes. Wir nehmen einfach, ja, Sternchens. Also, Sekunde, ich schreibe das gerade mal hin. A gleich, ups, die da wollte ich. Einfach nur die Raute. Das ist alles, was in unserem Ausgabealphabet drinsteht. Das ist jetzt ein sehr einfaches Ausgabealphabet. Da können natürlich auch irgendwelche komischen Berechnungen bei passieren. Ist ja klar. Und das Ausgabealphabet muss natürlich nicht nur 5 Zeichen lang sein, sondern es kann beliebig lang sein. Genauso wie E kann auch beliebig groß sein. Also da kann alles drinstehen. Oftmals steht hier nur 0, 1 drin. Das wäre dann binär. Aber wie gesagt, hier kann alles drinstehen. Okay. So, unsere Turing-Maschine selbst soll jetzt Folgendes machen. Wenn ich jetzt den Pfeil noch bekomme, genau. So, wir haben hier einen Übergang. Was passiert, wenn ein A kommt und was passiert, wenn ein B kommt? Wir wollen eine deterministische Turing-Maschine machen. Das bedeutet, es muss immer definiert sein, was passiert, wenn A kommt wenn ich in diesem Zustand bin und was passiert, wenn ich ein B bekomme auf meinem Eingabealphabet und ich auf diesem Zustand bin. Hier. Okay, das heißt, wir wollen zunächst einmal die Turing-Maschine definieren für direkt am Startzustand, da fangen wir ganz links an normalerweise, bei unserem Band, also bei unserem Leseband. Was passiert, wenn ein A kommt? Naja gut, wenn ein A kommt, dann gehen wir in diesen Zustand, der hier hinkommt. Aber Vorsicht, jetzt können wir nicht einfach nur sagen, was passiert wie bei einem normalen Automaten, wenn ein A kommt, sondern wir müssen ein bisschen genauer sein. Wenn ein A kommt, dann wollen wir erstens mal ein Beispiel oder ein Buchstabe aus unserem Output-Alphabet, da wir nur eins haben, ist es hier recht einfach, wir wollen diesen Hashtag hier zeichnen, wollen wir hinschreiben und danach wollen wir nach rechts gehen. Wir haben ja ganz links angefangen, das heißt, wir gehen nach rechts, okay? So, das bedeutet, wenn wir ein A lesen direkt am Anfang, dann gehen wir erstmal überschreiben wir dieses A mit einem Hashtag und gehen eins nach links. Das heißt, wir haben hier sozusagen so einen Schreib- oder einen Lesekopf, besser gesagt. Beides. Ja, andersrum. So rum muss der Pfeil. Okay. So. Also, wir fangen hier an und wir lesen ein A, wir schreiben ein Hashtag und wir gehen nach rechts. Also, Hashtag und nach rechts. So, jetzt ist unser Lesekopf hier. Was machen wir jetzt hier? Naja, das ist jetzt das, was in dem Zustand hier kommt. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich noch einen Zustand haben. Und außerdem müssen wir auch noch definieren, was passiert, wenn hier ein B gewesen wäre. Wenn ein B kommt, dann sagen wir, wir schreiben ein Hashtag und bleiben stehen. Ups, halt. Also wir bleiben stehen. Das bedeutet, wenn ein B am Anfang steht, dann haben wir schon verloren. Dann wollen wir nicht mehr weiterlesen. Das ist ein finaler, nicht akzeptierter Zustand hier unten, was wir hier haben. Und den mache ich jetzt mal rot, dafür, dass er nicht akzeptierend ist. Okay, wenn ein A kommt, werden wir also ein Hashtag schreiben und gehen nach rechts. Gut, hier drin sagen wir jetzt wieder, wenn ein A kommt, wir wollen ja, dass das Wort am Ende akzeptiert wird. Das heißt, wir können hier auch eigentlich sowas sagen wie, wir machen einfach ganz normal weiter. Wenn ein A kommt, dann wollen wir, und ich schiebe das Ganze jetzt mal ein bisschen tiefer hier, damit wir auch noch genug Platz haben. So, wenn ein A kommt, dann gehen wir wieder in den nächsten Zustand. Na, komm schon. Jetzt. Okay. Den nennen wir hier übrigens mal Q1, Q1, den Zustand. Und wenn ein A kommt, schreiben wir wieder ein Hashtag und dann gehen wir wieder nach rechts. Okay, also machen wir das und gehen hierher. So, jetzt müssen wir aber auch noch definieren, was passiert, wenn wir hier ein B bekommen. Naja, wenn wir hier ein B bekommen, dann können wir auch sagen, okay, das ist immer noch schlecht. Das heißt, wir wollen an erster und zweiter Stelle definitiv kein B haben. Und deswegen, na komm schon, lass mich dich ziehen. Dann halt nicht, dann ziehe ich dich jetzt. So, okay, ich habe das mal kurz fertig gemacht. Ups,
So, wenn ein B kommt hier in unserem Zustand Q1, dann wollen wir auch, dass die Maschine anhält und nicht akzeptierend ist. So, wenn jetzt ein A kommt hier, dann sind wir nach rechts gegangen, haben das überschrieben und prüfen, was steht jetzt hier. Okay, jetzt sagen wir hier, wir wollen, wenn ein B kommt an der zweiten oder irgendwelchen weiteren Stellen, also hier können beliebig viele Bs kommen jetzt einfach mal. Und solange hier ein B kommt, da wollen wir dann einfach sagen, ist uns egal, interessiert uns eigentlich nicht. Es muss aber noch mindestens ein A kommen. Jetzt müsste ich hier theoretisch einen runden Kreis einen runden Pfeil hinkriegen. Das wird, glaube ich, mit dem hier nichts. Deswegen male ich den mal von Hand. Und Pfeilspitze. So, geht doch einigermaßen. Kann man, glaube ich, erkennen. Okay, wenn jetzt hier ein B kommt, dann machen wir nichts weiter als ein B zu schreiben, ein Hashtag zu schreiben und dann wieder eins nach rechts gehen. Ihr seht, wir gehen aktuell gerade nur nach rechts. Die Turing-Maschine soll sehr, sehr, sehr einfach bleiben und damit man es halt am Anfang mal verstehen kann. Okay, was hier passiert ist folgendes. In unserem Zustand Q2 gehen wir einfach jedes Mal, wenn wir ein B finden, egal wie viele hier kommen, überschreiben wir dieses B mit dem Hashtag und gehen mit unserem Lesekopf eins weiter nach rechts. Wir haben wieder ein B, sind immer noch im Zustand Q2, denn das ist ja hier eine Schleife gewesen. Also wieder Hashtag schreiben und eins nach rechts gehen. So, jetzt haben wir kein B mehr. Jetzt müssen wir für ein A noch unser letztes Verhalten definieren. Und das machen wir jetzt als sozusagen wieder genau wie da oben. Wenn ein A kommt, dann wollen wir, dass das Ganze akzeptiert, habe ich gesagt. So. Und dann haben wir fertig. Also wir wollen dann, dass es alles gut ist und dass wir hier akzeptieren. So, Q3. Okay, und das hier ist jetzt unser akzeptierender Zustand. Manchmal schreibt man auch Kringel drumherum. Ich kann jetzt hier nicht so gut Kringels machen. Deswegen mache ich jetzt hier einfach so einen giftgrünen Zustand draus. Das ist unser akzeptierender Zustand. Alle davor sind nicht akzeptierend und der hier ist ablehnend. Das heißt sozusagen ein Müllzustand. Die Turing-Maschine kann hier nicht mehr akzeptierend werden, denn von hier gibt es keinen Pfeil mehr raus. Okay, das heißt theoretisch müsste ich hier noch schreiben eine Schleife, damit wir auch wirklich eine deterministische Turing-Maschine haben, müssen wir in jedem Zustand hinschreiben, was passiert, wenn ein A kommt und was passiert, wenn ein B kommt. Aber da wir hier dieses Halt hingeschrieben haben, manchmal darf man Halt nicht schreiben, manchmal darf man Halt schreiben, das kommt auf eure Uni an, beziehungsweise auf die Definition von eurer Turing-Maschine, aber normalerweise darf man es schreiben. Ja, das heißt, theoretisch bräuchten wir den Kringel hier nicht. Wenn ihr Halt nicht schreiben dürft, dann müsst ihr hier noch definieren, es kommt ein A, wir schreiben ein Hashtag und wir gehen nach, keine Ahnung, rechts oder links oder wie auch immer, bleiben stehen, wie auch immer. Egal was kommt, es wird nie mehr akzeptieren. Sozusagen eine Schleife, die einfach alle Inputs abfängt. Aber normalerweise, wie gesagt, wenn ihr Halt hinschreibt, dann sollte das so funktionieren. Okay, also dann hält die Turing-Maschine an und der Lesekopf hier bewegt sich einfach nicht mehr weiter. So, und wenn wir hier angekommen sind, dann schreiben wir unser Hashtag und gehen eins nach rechts und hier sind wir dann akzeptierend. Das heißt, diese Turing-Maschine hier, die wir hier aufgezeichnet haben, die akzeptiert alle Wörter, die am Anfang zwei A's haben, dann beliebig viele B's und dann wieder ein A. Das heißt, das Wort AAA ist drin in der Sprache, das Wort AABA ist drin, AABBA ist drin, AABBBA und so weiter und so fort. Also sozusagen A, A, B, Stern, A ist in dieser Sprache. Sehr, sehr einfach. Jetzt kann man aber noch weitermachen und zwar, man sagt hier, okay, ich kann zum Beispiel nach links gehen wieder und mein Eingabealphabet ist mein Ausgabealphabet. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel ein B hinschreiben. Was passiert denn dann? Wie ist meine Turing-Maschine dann akzeptierend? Und da müsst ihr wirklich viel, viel üben. Schaut euch irgendwie im Internet oder von eurer Uni nach Übungsblättern um. Die bringen da wirklich am allermeisten. Ich hoffe, ihr habt es soweit verstanden. Falls noch Fragen offen sind, natürlich jederzeit. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.